Damit gelangen wir nun zu den Tagesordnungspunkten 7 und 8, über welche die Debatte... Die Tagesordnungspunkte 7 und 8 wurden gemeinsam behandelt und betreffen ebenfalls Berichte des Rechnungshofes. Nun zu den Themenbereichen Universität und Forschung. In einem Bericht übt der Rechnungshof Kritik an Universitätsräten. Geprüft wurden die Kunst-Uni Graz und die Medizinische Universität Innsbruck. So seien Gehaltserhöhungen vor Rektoren ohne Ausweitungen der Aufgaben sowie Anreisen zu Sitzungen per Business-Class-Flug gewährt worden. Außerdem kommt der Rechnungshof zum Ergebnis, dass die österreichische Forschungsförderung komplex und unübersichtlich sei. Mehr als ein Drittel der Ausgaben für Forschung und Entwicklung der Länder sei nicht plausibel. Der Nationalrat hat auf diesen Bericht bereits reagiert und einstimmig einer umfassenden Evaluierung der Forschungsförderung zugestimmt.